Hey, hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tell Me Why. In der letzten Folge haben wir ja mit dem Spiel begonnen und ja, wir sind hier auf der Fähre stehen geblieben. Unsere Schwester telefoniert gerade und wir können uns umgucken. Beer is my sport, check my Sixpack. Okay. Ich bin ja nicht so der Biertrinker. Aber wir können uns jetzt hier hin. Und ich habe schon in der letzten Folge erwähnt, wie schön die Gegend hier ausschaut. Das ist echt. Ja. Ich war zwar noch nie in Alaska, aber ich muss zugeben, Alaska sieht halt echt sehr schön aus. Zumindest so von Bildern und so. Wie das Leben in Alaska ist, beziehungsweise dort Urlaub zu machen. Weiß ich jetzt nicht, wo. Er hat ein Messer. Ist eine Angel, okay. Er scheint fischen zu gehen und. Eine Waffe? Sieht aus wie. Wenn Sie meinen, gehen Sie jagen. Wollen Sie damit einen Elch schießen? Gutes Auge. Das gibt eine Abschusserlaubnis für einen Bullen. Haben Sie auch Ihren Jagdschein dabei? Aber klare doch, Officer. Es hat alles seine Wahrheit. Jagst du? Ich angle lieber. Ich hab's nie ausprobiert. Ich angle lieber. Ich angle eher. Auch nicht verkehrt. Na egal. Hier in der Gegend gibt's jede Menge gute Angelplätze, wenn man sich auskennt. Wohin geht's? Dallas Crossing? Ich auch. Ah. Auch aus der Gegend? Geboren und aufgewachsen. Bin nur zu Besuch. Bin nur zu Besuch. Ich bin nur ein paar Tage in der Stadt. Verstehe. Irgendwelche Verwandte in der Gegend? Meine Schwester, wir wollen nur passieren. Meine Schwester, aber sie zieht bald weg. Also ist das eine Abschiedsreise. Ja. Sowas in der Art. Mein Name ist Alex. Alex Gershwin. Nicht verwandt. Hm? Mit George Gershwin. Ah, okay. Gershwin, der Pianist. Alle fragen immer, ob wir verwandt sind. Also sag es lieber gleich. Oh. Verstehe. Wie sagtest du, ist dein Name? Tyler Ron. Nennen Sie mich Tyler. Nennen Sie mich Tyler. Okay. Hat mich gefreut, Tyler. Mich auch, Sir. Noch. Wer weiß. Vielleicht, ja. Wäre haben wir noch. Wäre ein gutes Wortspiel gewesen. Wäre ein gutes Wortspiel gewesen, was? Saboteur. Wir können auch uns hier umgucken. Also er geht gerne jagen und angelt. Okay. Ja, ich weiß gar nicht. Also angeln finde ich tatsächlich extrem langweilig irgendwie. Also das ist nicht so meins. Nehmen wir statt dem Highway die Panorama. Ich weiß nicht, warum ich ausgewählt habe. Ich angle lieber. Ich hätte auch einfach ausgeben können. Dann wohl nicht. Habe ich nie ausprobiert, aber ich wollte nicht, dass er dann denkt, so, ja, ich kann dich gerne mal mitnehmen. Weil wir scheinen ja extrem gegen Jagen zu sein. Was ich auch verstehen kann. Man muss nicht unbedingt Tiere jagen für deren Fell oder so. Ist jetzt nicht so nice. Vor allem als Tiger wird man auch sehr gerne gejagt. Deswegen bin ich auch sehr gegen Jäger. Deswegen bin ich auch der einzige Tiger hier in Österreich. Okay, unsere Schwester scheint schon fertig sein, zu sein mit dem Telefonieren. Können verlassen? Ach, können wir die Reise überspringen oder wie? Hier ist eh schon gleich das Ende. Ah, jetzt können wir nicht mehr mit ihr sprechen. Vorher, wie sie telefoniert hat, stand irgendwie sprechen. Kommen wir überhaupt näher ran, oder? Ah, doch, wir kommen näher ran.
ja, die paar Sekunden können wir jetzt auch hier noch die schöne Aussicht genießen, for real. Wir müssen das jetzt nicht überspringen. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft man hier noch hier die Gegend sieht. Da brennt auch ein Feuer. Also so ein Lagerfeuer. Was ist denn hier auf dieser Seite? Da haben wir uns nicht so umgeguckt. Okay. Und hier schon die Anliegestelle. Okay, wir sind da. Ja. Sollen wir? Gehen wir. Zurück zum Auto, Ronan. Okay, bin gespannt, wie hier unser altes Haus überhaupt aussieht. Okay, das ist unser Haus. Erinnert mich so ein bisschen an das Haus von Life is Strange 2. Nur verschwommen. Wie ein liegengelassenes Polaroid. Von außen wirkt es fast charmant. Wo die zwei Brüder bei ihren Großeltern waren. Schon eher. Glaubst du, es könnte sein, dass der Käufer es... naja... abreißen lässt? Wahrscheinlich. Wenn es jemand kauft, kann er damit machen, was er will. Kümmert dich das gar nicht? Ich etwa? Klar. Überall hier sehe ich Bilder unserer ganzen Abenteuer. Und ich sehe überall nur sie. Unsere Mutter. Wir könnten was essen gehen. Morgen loslegen. Nein. Wir schaffen das nur, wenn wir anfangen. Okay. Gut. Nach uns, ja. Warte, ich möchte mich erstmal außen umsehen. Okay, wir haben hier einen Schuppen. Vielleicht wurde das auch als Garage benutzt. Ja, was gibt es hier denn sonst? Wald auf jeden Fall, ein Fahrrad. Ein altes. Ist zu, okay. Okay, Froschstatuen. Irgendwie creepy. Aha, es gibt auch einen Hintereingang. Ah, eine Bootanliegestelle, okay. Auf jeden Fall schönes Grundstück.
Das Haus ist halt schon ziemlich alt und heruntergekommen. Aber wenn man das Haus abrasst und bisschen... Wirklich raus? Nein, du hast recht. Ah, ich wollte mich eigentlich nur umgucken, aber ja. Okay, ist der See zugefroren? Ja, ne? Also... Mann, es ist zu früh, um über den See zu laufen. Er sieht zugefroren aus, doch da sind bestimmt noch dünne Stellen. Hey, ein bisschen Risiko muss sein. Ja. Ich fordere dein Glück nicht gleich am ersten Tag heraus. Ich liebe es, über zugefrorene See zu laufen. Gut, dann gehen wir einfach mal von vorne rein. Unsere Schwester hat den Schlüssel. Verschlossen. Naja, gut, dass ich daran gedacht habe. Ist das der richtige Schlüssel? Klar. Hm. Vielleicht hat jemand das Schloss ausgewechselt. Könnte sein. Wer würde sowas denn machen? Keine Ahnung. Wir sind aufgeschmissen. Gibt's einen Plan B? Ja, wir kommen anders rein. Keine verschlossene Tür kann die listigen Kobolde aufhalten. Ja, listigen wir Kobolde. Können noch Millionen Wege rein und raus. Einer davon muss funktionieren. Ja. Es gibt einen Hintereingang. Es gab auch so... Ja, irgendwie drunter konnte man... Ich könnte ein Fenster einschlagen. Nee. So was tun zivilisierte Leute nicht, das ist dir bewusst. Ach, wir sind also zivilisiert? Na, vielleicht nicht. Aber wir wollen das Haus hier verkaufen. Da helfen kaputte Fenster. Die listigen Kobolde. An die habe ich ewig nicht mehr gedacht. Oder sollte ich sagen, an uns? Wir waren fast öfter Kobolde, als dass wir Kinder waren. Oh, erinnerst du dich an all die anderen Wesen? Die Mondhexe, den Eiskönig, den alten Bären? An die meisten schon, ja. Aber nicht mehr so genau. Hey, weißt du, wo das Buch mit all den Geschichten ist? Nein, keine Ahnung. Aber beim Aufräumen finden wir es sicher wieder. Vielleicht, ja. Ich habe unabsichtlich die eine Sequenz übersprungen, weil ich runtergelaufen bin. Also das sieht deswegen, mir nicht nach glaube ich, bleibe ich am besten stehen, wenn nicht, die reden. Ich das Geld für Solarpaneele gehabt hätte. Okay, hier sind auch noch Fenster. Hier ist eine Schaufel. Wenigstens brauchen wir die jetzt nicht. Zum Glück. Weißt du noch der Schneesturm von 2004? Marianne ließ uns schaufeln. Stundenlang. Ist Marianne unsere Mutter gewesen? Sie hat es zu einem Spiel gemacht. Sie wollte nicht um Hilfe bitten. Immerhin hat sie ein Spiel daraus gemacht. Stimmt. Die Tunnel, um dem Eistroll zu entkommen. Eines ist sicher. Sie konnte uns zu allem bewegen, wenn sie eine Koboldgeschichte draus machte. Wohin läuft eigentlich die jetzt hin? Wir sind hinterm Haus und die läuft irgendwie irgendwo hin. Bringt nichts. Das kann ich auch nicht öffnen. Ah, das ist einmal um das Haus gelaufen, okay. Ich kann einen anderen Weg rein. Also man merkt so ein bisschen, sie ist überfordert, ha? Vorschläge, wie wir jetzt reinkommen? Wir haben als Kinder immer unter dem Haus gespielt. Ja, da... Ja. Hier dort war was. Da ist könnte man, glaube ich, runter. Die zur Wäschekammer führt? Na klar. Ich hoffe, die ist nicht zu klein. Ich bin ja keine Elf mehr. Ich möchte mich dort umgucken. Vielleicht ist irgendwo eine Tür offen. Sesam, öffne dich. Lass mich raten. Abgeschlossen. Ja. Kennst du noch andere Passwörter? Honigtau? Nö. Was für Honigtau? Sollte man das verstehen, also... Brauchst du Hilfe? Nee, passt schon. Es geht schon. Okay. Wenn wir das Brett aus dem Weg schaffen, kann ich mich vielleicht durchquetschen. Wir brauchen also was, um es aufzustemmen. Ja. Eine Brechstange oder so hast du vielleicht nicht in deiner... Es ist festgeschraubt. ...Hosentasche oder ich so, ne? Schraubenzieher. Ein Schraubenzieher, ja, da könnten wir in den Schuppen gucken. Vielleicht liegt da irgendwas. Würde ich mal denken. Es sei denn, sie lässt mich nicht. Willst du da wirklich nee, okay, raus? Gut. Nein, also, na gut, dann dürfen wir hier nicht uns umgucken. Gut.
Dann müssen wir schauen, ob wir irgendwo anders einen Schraubenzieher finden. Huch. So eine Steinbank. Nee, das ist Holz. Lol. Sah auf den ersten Blick auf mich aus wie eine Steinbank. Ich jetzt genau hier ein Schläfchen machen. Wir können uns hinsetzen. Brauchst du schon eine Pause, Ronan? Nee, ich setz mich nur. Und genieß die Aussicht. Ernsthaft, wie geht es dir? Sie hat die Bank gebaut. Gehen wir hinein? Jetzt mal ernsthaft, wie geht's dir? Müde. Ich hab nicht viel geschlafen. Ja, kaum zu glauben, wie wir damals immer rumgerannt sind. Stundenlang, ohne Pause. Ja. Immer auf der Flucht vor einem Troll. Oder auf Schatzsuche. An Fantasie hat es uns definitiv nicht gemangelt. Mary Ann auch nicht. Diese eine Sache hatten wir alle gemeinsam. Selbst am Ende. In jener Nacht hat sie eine neue Geschichte erzählt, oder? Die war komisch. Okay, sie hat die Bank gebaut. Die Bank hat sie gebaut, oder? Wenn du mich verjagen willst, um einen Platz zu kriegen, vergiss es. Nein, ich weiß noch, wie wir hier alle zusammengesessen haben. Ich schlief ein und wachte mit steifem Nacken wieder auf. Ich erinnere mich nicht, dass wir irgendwo mehr als ein paar Sekunden saßen. Das klingt heutzutage echt anstrengend. Wir sind einfach nur alt. Zumindest bleiben uns noch ein paar Jahre, bevor wir... So alt wie Sie sind. Gehen wir hinein? Na komm, genug ausgeruht. Gehen wir rein. Okay. Gut, aber wir müssen noch immer den Schraubenschlüssel finden. Wir müssen reden. Errungenschaft freigeschalten. Ah, stimmt, vielleicht kann man hier irgendwo... Unfassbar, dass Sie noch hier sind. Ja, verstecken wir sie, damit sie möglichen Käufern keine Angst einjagen. Gute Idee, das ist sogar eine sehr gute Idee. Wenigstens steht die Hütte noch. Ja, aber ich will nicht darüber nachdenken, was da drin alles lebt. Tja, besser lebend als tot, was? Igitt, ja. Kümmern wir uns später darum. Es gibt anderes zu tun. Aber vielleicht liegt da ja ein Schraubenschlüssel oder so. Sie hätte sich eher den Hals gebrochen, als ein neues zu kaufen. Ja, ich warte noch auf unsere versprochenen Fahrräder. Ich hatte eins von Eddie, aber ich hab's kaum benutzt. Ach ja, Eddie. Es ist fest verschlossen. Was, hier hat ein Schlüssel, vielleicht, Ah, das Fenster... Ist das Fenster offen? Nee. Okay. Hier sollte irgendwas Brauchbares sein. Ja, hier. Wir durften nie ihr Werkzeug benutzen. Wahrscheinlich hatte sie Angst, dass wir uns verletzen. Oder sie dachte, wir machen Randale und zertrampeln ihre geliebten Pflanzen. Und das hätten wir wohl. Also, hausgemachte Reinigungsprodukte helfen sicher dem Planeten, aber ihre Lagerfähigkeit ist für die Katz. Schreib das auf die Einkaufsliste. Hey, ich sehe einen Schraubenzieher. Jetzt müssen wir nur noch reingehen. Warte, ich... Ich fühle mich gerade so seltsam. Drücke RT gedrückt halten, um dich auf dein Band zu fokussieren. Meine Güte, Sprachenlernen Bubble, ne? RT erinnern. Ich schon zum millionsten Mal Ärger und das nur wegen dir. Du und deine große Klappe. Du hast doch dasselbe gedacht. Du warst nur zu feige, was zu sagen. Was wird es auch bringen? Sie hört uns doch sowieso nie richtig zu. Ich schreie es ihr lieber in ihr blödes Gesicht, als stumm wie ein Fisch zu sein. Mist, Schlüssel vergessen. Wir müssen ihn zurücklegen. Vielleicht verstecken wir ihn irgendwo. Nur so, aus Spaß. Die Kobolde sollen der Prinzessin helfen. Keine Streiche spielen. Was soll's? Du bist langweilig. Ich will nur nicht, dass es ihr noch schlechter geht. Wow, ist das eben echt passiert? Weiß nicht, ich hab's auch gesehen. So fühlte es sich an, als wir unsere Gedanken teilten. Mit unserer Stimme. Ja, stimmt. Aber das waren wir vor 10 Jahren, oder? Ich kann mich kaum daran erinnern. Glaub schon. Und, das ist neu, oder? Ja. Wir teilten Gedanken und Gefühle, aber Erinnerungen konnten wir noch nie abspielen. Wie kommt es dazu? Und wieso die Erinnerung? Ich weiß nicht.
Das ist gruselig. Komisch. Aber die Stimme war immer gut. Das vielleicht auch. Ich spüre wieder etwas. Bei der Scheune. Ja, ich mich auch. Ey, diese Konversation ist ja richtig seltsam gerade gewesen. Okay, sonst gibt's hier eh nichts zum Umgucken. Bei der Scheune, ja. Okay. Erinnern. Beeilung! Gehen wir zum stummen Frosch. Ich komme. Was? Hör auf zu schmollen. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Tut es dir nicht. Okay, dann willst du wohl nicht sehen, was in der Schatzkammer versteckt ist. Was? Oh, doch, das will ich. In der Schatzkammer? Jetzt wissen wir, wo wir suchen müssen. Wir müssen uns nur daran erinnern, welcher der stumme Frosch ist. Also, wer von euch versteckt den Schlüssel, Naja, der hat halt seinen Mund zu... mit den Händen. Wo ist der Schlüssel? Wirklich? Spaß. Oh, komm schon. Okay, sorry. Danke, dass du nichts verraten hast, Kumpel. Okay, wir haben den Schlüssel auf jeden Fall. Können wir ja hier rein. Stumme Frosch. Okay, Papierflieger. Was ist das? Vogelfutter? Hm. Wo kommt die Kiste her? Sieht man neu aus. Von mir ist sie nicht. War vor kurzem jemand hier? Vielleicht. Heute ist euer Glückstag, Vögelchen. Vielleicht lebt schon jemand in dem Haus. Einen Schraubenzieher? Hast du eine bessere Idee, wie wir reinkommen? Okay, dafür brauchen wir wahrscheinlich einen anderen Schlüssel. Was ist das? Kompostmüll. Wenn wir nicht den Kompost benutzt haben. Und sie wusste genau, wann wir gelogen haben. Verschwende nichts oder sag dem Planeten leb wohl. Oder sag dem Planeten leb wohl, das ist aber auch eine Drohung. Ich meine, der hätte auch alle Schrauben rausziehen können, ne? Aber okay. Sicher, dass du da rein willst? Das war unser erstes Versteck, weißt du noch? Wer weiß, was jetzt da unten lebt. Ja. Wir freunden uns schon mit dem, was da unten lebt, an. Wir sind Kobolde, wir haben doch keine Angst vor Tunneln. Alles okay da unten? Tyler? Oh, das ist nicht lustig. Warum muss ich dann lachen? Okay, schön. Aber du bist ein Idiot. Alles klar. Diesmal gehe ich wirklich rein. Okay. Wir sehen uns gleich bei der Eingangstür. Ja. Falls wir hier nicht aufgehalten werden. Okay. Hier ist nichts. Hier müssen wir kriechen. Autsch. Alles okay? Was ist passiert? Ich habe mir blöd den Kopf gestoßen. Warte. Wo bist du? Hi. Ich bin draußen. Aber ich höre dich in meinem Kopf. Die Stimme ist zurück. Heilige Scheiße. Du, weißt nicht zufällig, wie man zur Luke kommt? Ich glaube schon. Wir finden es zusammen heraus. Okay, sie sagt, die Stimme ist zurück. Also heißt das, dass sie schon als Kind ihre Gedanken... Ja, ich meine, sie hat ja gesagt, sie konnten irgendwie Gedanken, über die Gedanken sich unterhalten oder so. Aber so Bilder von der Vergangenheit hatten sie halt noch nie gesehen. Erst jetzt, okay.
Oh. Drachen, voraus. Nach links, glaube ich. Du hattest recht, hier ist nichts. Natürlich. Ja, ich... Also nichts ist hier nicht. Da ist sogar was. Nicht mal im Traum. Und hier war irgendwo noch was. Hier. Was ist das? Oh. Nehmen. Sieht spooky aus. I like it. Neuer Sammelgegenstand. Warte, wie kann ich die Sammelgegenstände... Ah, hier. Sammlerstücke. Der wilde Jäger. Sieht richtig cool aus, aber auch richtig creepy. Genau, die Kobolde. Dann gibt es noch mehr Sammelgegenstände. Ob wir alle finden, bezweifle ich, aber ich versuche, so ein bisschen meine Augen offen zu halten, dass wir einige finden. Dann nach den Kobolden wieder links. Nach den Kobolden wieder links. Gut, aber ich gehe rechts. Nö, es war rechts. Mein Fehler. Gut, ich gehe links. ein Teeservice. Ist da ein Cupcake drauf? Ja. Oh. Ein Elefant? Nee, ein Elch. Wow, hätte echt nicht gedacht, dich nochmal zu sehen. Es ist lange her, Kumpel. Okay. War anscheinend unser. We are the... Was? Das Wort kann ich nicht lesen, aber Goblins. Irgendwas mit Goblins. Yes, we are. Okay. Oh, hier. Wir sind die listigen Kobolde. Oh ja, das sind wir. Ah, listig. Und tatsächlich kenne ich das englische Wort für listig nicht, deswegen weiß ich noch immer nicht, was für ein Wort steht. Treasure. Mhm. Schöner Schatzkammer, genau. Das ist unser Treasure Room. Moment. Das war unser Schatz. Das ist nur Müll. Alles war für uns ein Schatz. Unsere Fantasie war grenzenlos. Das ist auch wieder so eine Teekanne und, Pink. Es musste immer pink sein. Ja. Unser alter Drache. Aber die Flügel wurden wohl gestutzt. Ruhe in Frieden, tapferer Vogel. Was für Flügel? Hatte der Flügel? Thunderspell. Sieht auf jeden Fall cool aus, der Drache. Ich kann mich noch erinnern, wie ich ein Kind war, bin ich auch oft Drachenstein gegangen mit unserer Family. Also, ich war beinahe davon überzeugt, dass unsere Stimme eine weitere Kindheitsfantasie war. Ich auch. Aber wir sind wirklich verbunden. Beware, the Mad Hunter. Ist das unsere Mutter? The Mad Hunter? Der wilde Jäger. Warum macht mir sein Name immer noch Angst? Er entsprang Marianne's wieder. Gruseligen Wesen kam von ihr. Ah ja. Okay, und jetzt? Hä? Ah. Oben uns. Gut, wir sind jetzt im Haus. Mal gucken, ob wir alleine sind oder ob da schon irgendjemand lebt. Vielleicht wurde das Haus schon längst verkauft oder so. Schlitten. Mhm. Sieht auf jeden Fall noch recht sauber aus, dafür, dass es wie lang? 10 Jahre nicht bewohnt war? Oder kamen immer wieder Leute vorbei und haben sauber gemacht? Vielleicht unsere Schwester. Bin auch gespannt, wann wir die Schwester spielen. Also bis jetzt spielen wir ja nur den Typen. Hallo? Bist du da?
Hier! Komme! Alles okay? Ja. Ich überleb's. Schön, deine Stimme zu hören. Ja, ebenso. Also, kommst du rein oder nicht? Ich arbeite dran. Okay, lass dir Zeit, falls du die brauchst. Tja, da wären wir. Ja. Da wären wir. Also, wo fangen wir an? Wir entscheiden, was wir behalten, was weg kann und sehen, was wir noch so in diesem Haus finden. Okay, Heimkehr, Errungenschaft freigeschalten. Und ich würde sagen, jetzt wo wir hier in unser Haus eingedrungen sind, wirkt so irreal. Werde ich hier einen Cut machen und das Haus gucken wir uns dann natürlich in der nächsten Folge natürlich kein Licht, an. Kein Strom. Und ja. Dann verabschiede ich mich. Ich weiß nicht, ob unsere Schwester noch was sagt, aber ich glaube, sie scheint sich nur jetzt umzusehen. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, dann sehen wir uns in einer weiteren Folge von Tell Me Why wieder, wenn wir uns in unserem alten Zuhause umgucken. Und ich bin gespannt, was wir so hier entdecken werden. Und ja, dann verabschiede ich mich bis zu einer weiteren Folge. Ciao.